Ja, das Erdsystemmodell, das ist ein Klimamodell und es koppelt sehr viele Komponenten wie Atmosphäre und Ozean und Land und Meereis, die ganzen arbeiten zusammen. Und grundsätzlich benutzt man das Modell, um Projektionen für über 100 Jahre hinaus abzuschätzen. Genau, das Erdsystemmodell für die Jahreszeitenvorhersagen kombiniert eben die Erzeugung der Startfelder. Die Startfelder sind wichtig und das unterscheidet sie auch von den Projektionen. Das heißt, wie bekommt man die Startfelder in das Modell, ist ein sehr schwieriges Thema und das unterscheidet es da eben von den Projektionen. Dann in dem gesamten Paket gibt es dann auch noch die Methode, wie man eine Vorhersage verifiziert. Vorhersagen kann ja nicht jeder machen, aber eigentlich wäre es wünschenswert, zu wissen, wie vertrauenswürdig sind die Vorhersagen. Das bildet eigentlich das Gesamtpaket des German Climate Forecast System. Ja, genau, der Begriff Nachhersagen hört sich erstmal ein bisschen albern an, aber wir können damit dann die Vorhersagegüte bestimmen. Also wir tun jetzt einfach mal so, wir wären 1981 und dann tun wir dann die Vorhersagen starten. Nun wissen wir natürlich auch, wie die Beobachtungen sind 1981 und somit können wir dann ganz direkt die Vorhersagen mit den Beobachtungen vergleichen und in der Summe können wir dann die Vorhersagegüte bestimmen.